Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Mit mir und unserem kleinen Problem. Das da hieß, Hauptmann ist abgehauen und wir waren gerade voll gesucht und so weiter und hin und her und hast du nicht gesehen? Ich weiß gar nicht, ob der jetzt so schnell wieder auftaucht, der Typ. Der Borgia-Turm formiert sich mit seinen Truppen neu. Er wird auf. Naja. Okay, schön für euch. Ich muss eh woanders hin. Das hat ja alles nichts gebracht mal wieder. Das war die Haut-drauf-Taktik, war einfach scheiße. Wie wir auch schon wieder festgestellt haben. Tja, dann widmen wir uns halt ne? Unseren anderen Zielen. Wir sind auf dem Weg zu... Ja, zu wem sind wir eigentlich auf dem Weg? Ich weiß es gerade aus dem Kopf gar nicht. Also wir haben gerade mit La Volpe Machiavelli beobachtet und haben dann dem Sohn Claudio das Leben gerettet, sozusagen, weil die haben dann die Templer abgeschlachtet. Aber mal schauen. Also ich denke mal, wir sind jetzt auf dem Weg zum Versteck der Diebesgilde und so sieht es auch aus. Jawohl. Jawohl. So, hier sind wir. Hallo, La Volpe. Was war das für eine Nacht? Volpe, hört mich an. Der Schein trügt. Ihr habt von Machiavelli nichts zu befürchten. Dessen bin ich sicher. Ich habe euch für Claudios Rettung zu danken. Wenn ihr sagt, Machiavelli sei unserem Orden treu, glaube ich euch. Also, was ist mit den Dieben? Wir wollten dieses alte Gemäuer reparieren, aber nun, da wir zusammenarbeiten, würde ich gerne wissen, was ihr denkt. Wir müssen vor allem die Borgia fernhalten. Vielleicht als Taverne getarnt. Ja. Das gefällt mir. Dann soll es so sein. Mit dem Architekten sprechen, die Diebesgilde zu renovieren. Gebäude renovieren. Hallo, Typi. Durch die Renovierung dieses Gebäudes haben die Diebe eine markantere Präsenz in Rom, was ihnen beim Kampf gegen die Borgia zugute kommt. Ja, dann bauen wir aus. Sofern mich das nicht kostet. Jawohl. Da vergehen ein paar Nächte. Das Vergnügen ist bei mir, mein Herr. Ja, genau. Saugeil. Willkommen, Ezio, im La Volpe Addormentata. Die Taverne ist perfekt. Niemand wird ihren wahren Zweck erraten. Von hier leiten wir die Gilde. Besucht mich, wann immer ihr wollt. Vielleicht gibt es Aufträge zu erledigen, die unserer Sache in der Stadt dienen. Ich sehe, ihr Diebe liegt im Wettstreit. Ihr könnt teilnehmen, wenn ihr wollt. Vielleicht könnt ihr ihnen noch etwas beibringen. Oh ja, ich vergaß. Wir haben auch Glücksspiele. Eine sehr gute Einkommensquelle, denn wir sorgen dafür, dass die Borgia-Wachen immer verlieren. Eine Sache noch. Eure Spione müssen den Apfel finden. Er wurde mir entwendet. Wir suchen bereits die Stadt danach ab. Molto bene. Kommt zur Isola Tiberina, wenn ihr ihn findet. Werde ich. Tja, der Apfel heißt begehrt. Ah, ja, war klar. Dass das mal wieder nichts wurde. So, wir gehen hier raus. Und ich gucke mal. Hier müssen wir. Genau, hier gibt es jetzt nämlich auch einen Aussichtspunkt zum Synchronisieren. Das Einkommen ist auf 1660 gestiegen. Das ist saugeil. Ja, genau. Ich nehme erst. Oh. Ich bin ja sehr gut drauf. Anstatt dem anderen hier nehme ich die Leiter. Nicht die Leiter. So. Zack. Und wir können natürlich die Erinnerung nachspielen für volle Synchronisation und so weiter und so fort. Aber wenn, dann mache ich das offscreen, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Und wir haben 8 von 24. Das heißt, wir haben ein Drittel jetzt der ganzen Dinger. Und hier haben wir eine Bank. Und ich würde mal gern mein Geld mitnehmen. Ja.
So. Schneider. Vielleicht können wir da auch mal investieren. Nö, Kleider färben. Eher das, ja? Kastanienbraun. Nee, römisch Oliv. Ich finde ja sowohl Ebenholz als auch Elfenbein saugeil. Aber da Elfenbein bedeutend billiger ist, nehme ich erstmal das. So. Umhang färben. Aha, den Umhang können wir auch färben. Ja, natürlich, der wird auch Elfenbein, wenn er muss ja zusammenpassen, ne? Zack. Und so sieht unser neues Gewand aus. Geil. Echt geil. So, jetzt haben die natürlich hier nicht alles renoviert. Den Schmied muss ich selber renovieren. Machen wir für 1000 Florin. Wird immer teurer, der ganze Kappes hier. So, wir sind aber bei 1880 alle 20 Minuten. Das heißt, wir werden schon... Was war der Schmied denn? Die Füße, Alter, wie die aussehen. Das heißt, wir werden relativ früh und viel Geld kriegen, ne? Weil... Wo geht's denn hier hin? Ah! Weil, ich gehe mal davon aus, wir hatten irgendwie an die 60 Parts bei Assassin's Creed 2. Das werden wir hier locker toppen. Weil wäre ja blöd, wenn jeder Teil noch... kürzer wäre. Ganz im Gegenteil, jeder Teil wird immer ein bisschen länger. Aber, naja. Kunsthändler, 900 Florin. Wir machen das so lange, bis wir pleite sind. 2100 Florin alle 20 Minuten. Kunsthändler, da steht auch, wer Gemälde oder Schatzkarten. Ist aber an und für sich wurscht. Erstmal, ich möchte wirklich so viele Gebäude wie möglich renovieren. Alles andere kann ich im Nachhinein kaufen. Wenn ich dann genug Geld habe. 5 von 15, also haben wir ja auch ein Drittel an Ärzten fertig. Und jetzt werden wir da unten, da war nämlich noch so ein Pferdehändler. ja, nicht Pferdehändler, vielleicht Reitstall oder wie auch immer man es nennen mag. Werde ich natürlich auch noch renovieren. Das Geld dürfte reichen. Und zack. Invendita. Also zu Deutsch Pleite oder was? Oder zum Verkauf? Zum Verkauf könnte es bestimmt sein, oder? Wenn es jemand weiß, klärt mich auf. Ich weiß es nämlich nicht. So. Also, hier haben wir nämlich auch schon die Hälfte, kann man sagen. Die Hälfte aller Reitställe haben wir nämlich schon aufgebaut. Und hier unten haben wir ein Versteck von Romulus. Wäre ja jetzt blöd, wenn ich das nicht mitnehme. Wir müssen so oder so da mal hin. Um die geilste Rüstung überhaupt zu kriegen. Und ich gebe mir Mühe, das Ganze schnell abzuschließen, damit wir dann in der Story natürlich dementsprechend auch schnell wieder weiterkommen. Allerdings wie vor... was heißt wie vorhin? Für mich war es vorhin, für euch eher nicht. Wie in dem ein oder zwei Parts vorher. Ich glaube, zwei Parts waren es. Es ist nicht so easy. So, die Pyramide Chestia. Sieht aber auch geil aus. Cool. Und rein mit dir, Ezio. So. Das sieht schon geil aus, ey. Unsere neue Farbe. Huh. Alter. Was ist denn das für ein Eingang? Da kommt doch noch Geröll die ganze Zeit nach. Wölfe unter den Toten. Die Erinnerung... Ja, innerhalb von 8 Minuten ist klar. Ihr habt doch wohl einen Dachschaden. Warte mal. Ich gebe mir Mühe. Ah, hier hinten ist nichts. Oder? Nein. So, auf. Zu neuen Missetaten. Huh. Gut, also in 8 Minuten. Also an den kann ich mich schon mal nicht mehr erinnern. Aber, ja.
Wäre ja nichts Neues, wenn ich mich an alles erinnern könnte. Ist ja trotzdem schon ein bisschen her. Ihr habt es ja gesehen. Das ist jetzt 2011, glaube ich. Oder wann war das? Mein letzter Spielstand. Sprich, 3 Jahre. Schrägstrich, wären ja fast 4. Naja, ich gebe mein Bestes. Tju. Aber anscheinend komme ich hier noch ganz gut voran. Sieht alles instinktiv richtig aus, ist aber pures Glück. Boah, Alter. Da ist einiges an Geld. Okay, so viel zum Thema, ist instinktiv richtig, dass wir in die Sackgasse laufen. Terrakotta-Gefäß. Ja. Von wo komme ich denn? Von hier komme ich anscheinend. Nein. Bin ich hier links? Ja, ne? Nee, bin ich gar nicht. Tja, die Frage ist doch die, welche Rüstung ist das denn, die wo da, die wo die Romulus, Wolfviecher, da haben? Welche Rüstung ist das? Ist das die von der Villa vielleicht? Das Versteck der Romulus, Anhänger auffinden. Ja, ich glaube, ich bin dabei. Wie gesagt, ist das die von der Villa? Oder welche ist das? Ich hätte vorhin ja mal ganz genau hingucken können, aber prinzipiell... Okay, ich gehe erstmal geradeaus. Prinzipiell wäre das die Frage. Welche das ist? Naja. Aber prinzipiell jetzt auch hier, ne? Wer hier das in 8 Minuten schafft, der muss sich ja den Gang ganz genau einprägen, weil hier gibt es ja trotzdem ein paar Abzweigungen etc. pp. So wie ich das jetzt hier auch mache. Ist ja reiner Zufall. Gut, anscheinend bin ich hier wieder richtig. Aber in 8 Minuten... Ich bin da ein bisschen skeptisch. Vor allem scheint mir das einfach so ein Pauschalwert zu sein, wo die genommen haben. Ach komm, lass mal 8 Minuten machen. Das wird schon klappen, so nach dem Motto... ja. Scheint mir alles ein bisschen sehr pauschal zu sein. Und ich gehe den Gang entlang und hoffe, hier ist eine Kiste. Hoffe, dass ich richtig bin. Glas mit Blutegeln. Puh. Wo geht's denn hier schon wieder hin? Was? Lol, ich bin richtig? Was? Ja, und jetzt? Aber ich bin doch noch nicht hier. Oh, lol, da geht's runter. Ja, sehr schön. Das sind ja nur ein paar Meter. Das versteckte... Oh, shit. Das heißt, ich muss mich jetzt in dem ganzen Kreisding hier... Boah, nee. Komm. Wir beschleunigen das Ganze mal ein bisschen. Ein kleines bisschen schneller, ein bisschen Risiko ist natürlich da dabei, aber... Was haben wir denn hier drin? Hier ist ein Gang. Oh shit. Wenn das mal kein Fehler war. Häng dich doch einfach da mal hin. Würdest du... Alter. Wie komme ich denn... Achso. Oh fuck, ey. So viel zum Thema. Wie komme ich denn da wieder weiter? Ich renne hier jetzt einfach mal wild durch die Gänge. Lass mich einfach mal von meinem Instinkt leiten. Haha. Oh. Ist das ein Pfeil? Ist das ein Pfeil, der uns die Richtung weist? Könnte sein.
Könnte durchaus richtig sein. Und da drin ist eine Flagge. Super, bringt mir relativ wenig bis gar nichts. Oh, genau so wie das. Also. Oh, 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 oh. So. Ah, da ist so ein Brett. Oh, ich dachte schon. Ich biege hier mal ab. Da war irgendeine Flagge eingezeichnet. Warum auch immer. Wahrscheinlich die, die wir gesehen haben. Seide. Hat bestimmt einen Riesenwert. Und hier kommen wir zur Flagge. Hey, 3 von 101 Borgia-Bannern entfernt. Aber ich habe schon mal, ich habe einfach mal gegoogelt schon mal. Man kriegt später eine Karte, wo alle Flaggen verzeichnet sind. Also wenn ich das für mich mal machen wollen würde. Alter, was ist denn das hier für ein Gang? Wenn ich das für mich machen wollen würde, dann hätte ich es doch relativ easy, weil da oben ist schon die nächste. Ich suche die, die den Romulus-Kult anführen. Ach nee, ey. Super duper. Ich würde halt noch lauter rumbrüllen, Ezio. Ist immer eine gute Taktik. Und jetzt? Ach so. Muss ich erstmal ein Stück zurück, um dann nach vorne zu kommen? Hup, hup. Oh, shit. Oh, shit. Schwing dein Ding, Ezio. So. Okay, okay, okay. Glück gehabt. Also das bringt uns schon mal wieder einiges. Ich finde mir interessant, dass von der zweiten Säule das Ding auch schon voll angekratzt ist. Perfekt. Ein Rückweg, wenn ich falle. Ja, genau. Wie gesagt, total durchdacht, Ezio. Ich weiß schon. Du bist der Master of Universe. Die zweite Ding ist auch immer so angekratzt gleich. Und da kommen wir hoch. Ja, und jetzt? Okay, andere Seite vielleicht? Nee, noch weniger. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Ja, ich weiß, die Zeit läuft mir davon. Ah, oh mein Gott. Okay, das war der falsche Weg. Hey, wer soll denn das schaffen hier? 8 Minuten. Das ist aber doch eigentlich prinzipiell hier der richtige Weg, oder? Prinzipiell kann man da nichts gegen sagen. Ach so. Ach so. Ach so? Ja, aber wie komme ich denn hier hoch? Ich muss ja da hoch. Ah, lol. Ja. So einfach wäre es gewesen. Wäre es gewesen, wenn ich es gesehen hätte. Und sag mir bloß nicht, jetzt kommt das Ende hier von dem Ding. Zack, zack. Und drüben sind wir. Ist das hier richtig? Keine Ahnung, ey. Nein, hier ist eine Mauer. Ist hier irgendwas dran? Nö. Oh, nein. Hier? Vielleicht? So? Ja. Ja, ja, ja. Hier geht's weiter. Das war ein Schatz markiert, aber ist mir jetzt auch wurscht. Okay, das sieht schon mal prinzipiell falsch aus.
Lol, da sind noch Pfeile dran gemalt. So viel zum Thema, wie schafft man es in 8 Minuten? Vielleicht mit dem Auge durchrennen. Und wir sind immer noch nicht am Ende. What the fuck? Sind schon wieder bei der Folge, aber ziemlich am Ende. Ja. Höre uns, O Romulus. Was soll mit diesem Eindringling geschehen? Hört nicht hin. Die Borgia sprechen durch ihn. Kein Gott. Ihr wollt doch nur sterben. So, vorbei ist der ganze Zauber. Und das sieht ganz gut aus. Na, scheiße, sagt man nicht. Also, lol, willst du mich verarschen, oder was? So. Lol, da ist eine Leiter. Und was mache ich? Ich nehme den kompliziertesten Weg. Einfacher geht's teilweise gar nicht mehr, echt. Nee. Ja, dann komm doch her. Mach doch was. Alter, Ezio, du sollst nicht... Na, diese Steuerung manchmal... Wie gesagt, aber nur manchmal. Bringt die mich komplett in Wahnsinn. Ausgetrickst. Alter! Oh. Geht's hier durch? Geh bitte hier durch! Und tschüss. Ja, natürlich entkomme ich euch. Komm, der andere Tunnel führt uns zu ihm. Ja, könnt ihr gerne machen, ne? Ich habe hier das, was ich möchte. Nämlich den Schlüssel. Mal gucken. Also, der Part ist ja eigentlich eh schon vorbei. Vielleicht kann ich aber hier nochmal einen Turm oder sowas einnehmen. Damit ich wenigstens noch ein bisschen was gemacht habe. Ein bisschen Vorarbeit fürs nächste Mal. Ein Gladach-Ring. Und der nächste Schlüssel. Nach Rom zurückkehren. Schriftrolle 2 von Romulus. 2 von 6 Schriftrollen. Genau, mach schön wieder die Tür zu. Wir wollen ja nicht, dass uns jemand findet. Schrägstrich folgt. Natürlich auch wieder hier nur 50% Synchronisation, weil ich zu langsam bin. Okay, gut. Das mit dem Adlerauge hätte ich mich informieren können, Schrägstrich wissen können, Schrägstrich einfach mal ausprobieren können und die Pfeile sehen können. Aber dennoch, irgendwie, ich finde das sehr knapp bemessen. Ich finde das echt knapp bemessen. Neue Erinnerung verfügbar an Christina. Wer war nochmal Christina? Klärt mich nochmal auf, wer war Christina? Und, ach so, wir sind wieder hier. Ach so, ich kann ein Pferd rufen. Ja. Soll ich den nochmal probieren? Ach komm, ich probiere den nochmal ganz kurz. Pferd? Hotte Hü? Ein Safran und 1500 Florin. Leck mich fett, ey. Da oben ist ein Banner. Ja, also er zeichnet das, glaube ich, auch ein, sofern wir das einmal gesehen haben. Finde ich auch ganz cool. Ja. Und hier runter? Komme ich da? Nein. Ja, sorry Pferd, ich hau da mal ab. Ich bin da mal weg. Lass mich ja in Ruhe, ey.
Ach Gott, das war das mit dem Schiff, oder? Oder hier mit dem Hafen? Jetzt ist die Frage, kriege ich das wieder hin oder verbocke ich es wieder oder wie oder was oder hü oder hot? Na, der Hauptmann steht auf der anderen Seite, so viel ist klar. Da läuft er nämlich. So, am einfachsten wär's. Ich könnte den anvisieren. Geht aber nicht so einfach. Weil da oben steht ja auch eine Wache. Leck mich doch am Arsch. Ja, ne? So einfach ist das. Euer Kackhauptmann. Der kann mir nämlich gar nichts. Alter. Oh, 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 oh. Geh doch hoch. Bleib doch nicht stehen. Junge. Du stirbst. Ich kann ihn nicht erwischen. Was ist denn das hier? Lass mich in Ruhe! Ich will den Punkt noch einnehmen zum Ende des Parts. Ja, super. Alter, what the fuck? What the fuck, einfach nur. Alter! Boah! Du, deine Kackmuskel. Nein, nimm doch den anderen! Boah, während der nachlädt. Das kann doch nicht wahr sein. So, und jetzt hoch, bitte. Aber ratzfatz. Einmal nach oben, einmal einnehmen, bitte, zum Mitnehmen. Und dann Feierabend. Okay. Ging doch einigermaßen nochmal gut. Ja? Boah. So. Damit hätten wir den eingenommen und einen weiteren Part in Überlänge. Aber macht mir nichts. Ich habe damit kein Problem. Und wir haben 9 von 24 Aussichtspunkten. Im nächsten Part schauen wir weiter mit der Story. Dann haben wir noch zwei Leute, die wir hier befragen können oder auf unsere Seite ziehen können. Wie auch immer, alte Bekannte anscheinend. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Projekt und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.